Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es ein Haushaltsfavoriten-Video für euch geben. Und zwar habt ihr euch das gewünscht. Ich werde nämlich total oft gefragt, ob ich nicht irgendwie Tipps habe oder was meine Lieblingsprodukte sind, mit welchen Produkten ich putze und so weiter. Deswegen habe ich jetzt mal einiges aufgehoben. Also hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Die Produkte zeige ich euch jetzt. Allerdings würde ich ganz gerne mal von euch wissen, was ihr besser findet. Ob ich euch die Produkte zeigen soll, wenn ich sie kaufe oder wenn sie aufgebraucht sind. Also das interessiert mich. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und dann legen wir mal los. Die erste Frage, die ich immer gestellt bekomme oder oft, ist, ob ich denn alles alleine hier im Haus putze. Und das ist eine witzige Frage. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass euch das natürlich interessiert. Wir haben natürlich ein recht großes Haus. Wir sind auch viele Personen. Also wir sind ja zu sechs und da ist es schon schön, wenn man sich so ein bisschen ausbreiten kann. Und das putze ich alles alleine. Also alles. Komplett. Ich liebe es. Ich bin ein kleines Putzmonster. Ich genieße das total und ich habe es auch gern sauber. Ich habe es nicht nur ordentlich, ich habe es auch gern sauber. Also ich bin schon auch bei Freundinnen, Bekannten, bei denen es ein bisschen wüst aussieht. Die haben auch noch viel kleinere Kinder. Das macht mir überhaupt nichts aus. Da fühle ich mich auch total wohl. Aber bei mir zu Hause muss es tipptopp sein. Also ja, da habe ich schon sehr, sehr hohe Anforderungen an mich selbst. Ich bevorzuge es quasi zu putzen, anstatt mich abends mal hinzusetzen oder mich in die Badewanne zu legen und so weiter. Also das ist für mich ganz wichtig und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Die einzige Hilfe, die ich bekomme, ist mit meiner Glasfassade hier. Die ist ja vor mir. Jeder, der mich auf Instagram hat, weiß, wie hoch die ist. Und da komme ich einfach alleine nicht hin. Also da kommt eine Firma, das sind ein paar Männer, die haben dann ganz, ganz große Leitern und stellen die halt hin und putzen mir meine Glasfassade. Auch von außen bei einigen Fenstern rings ums Haus, die sind so hoch, da komme ich ja gar nicht hin. Von außen, von innen natürlich, logischerweise. Außer in der Küche, da komme ich auch total schlecht hin. Aber mein Mann, der schimpft mich dann immer, weil ich dann sage, die Innen, die putze ich alleine, das will ich alles alleine machen. Und mein Mann sagt, Mensch, wenn die Männer doch schon mal da sind, jetzt lass die das doch auch machen und so. Aber ja, ich bin halt so. Egal. Also so viel zu der Frage, ob ich hier alles alleine mache. Ja. Ja. Und das Geld, das ich mir für eine Putzfrau spare, investiere ich halt dann anders. Ne? Ist ja logisch. Okay, also wir fangen mal an, meine Lieben. Ich zeige euch jetzt die Produkte. Wo fange ich denn an? Genau, ich erkläre euch noch kurz was. Und zwar ist es folgendermaßen. Wir leben ja auf mehreren Etagen und überwiegend haben wir Nussbaumparkett. Und das bedarf natürlich eine besondere Pflege. Also da bin ich auch saupingelig. Auf Instagram hat mir mal jemand geschrieben, wie ich es hinbekommen habe, dass der so glänzt, der würde so toll aussehen. Ja, also ich bin da wirklich pingelig. Das Produkt habe ich jetzt nicht hier liegen, weil es auch nicht leer ist. Aber das kann ich euch gerne mal zeigen, wenn es euch interessiert. Ansonsten in der Küche, in den Bädern und unten am Eingang haben wir Fliesen. Genauso wie in der Waschküche. Und da liebe ich es, mit diesem Produkt hier zu putzen. Das riecht total gut. Also wenn ich fertig bin und das duftet total gut. Also es ist Sabrotan, das kaufe ich immer beim DM. Und ihr wisst ja, dass wir die Bella haben. Und obwohl ich sie jetzt nach dem Gassi gehen nochmal sauber mache, also ihre Pfoten und so weiter, ist es mir halt total wichtig. Das ist ein Allzweckreiniger und Sabrotan ist ja im Allgemeinen total gut. Allerdings ist es ein bisschen scharf, also da muss ich echt aufpassen. Jetzt gerade im Bad, da haben wir besondere Fliesen. Da muss ich mit einem anderen Mittel rangehen, also da wechsle ich immer so ein bisschen ab. Und also das ist schon mal mein erstes absolutes Lieblingsprodukt. Ihr seht's, der Beweis. Ich habe alles aufgehoben. Falls ihr mal bei DM seid, schnuppert mal da dran. Also ich liebe es. So, als nächstes kommen wir mal zu meiner Spülmaschine zum Beispiel. Genau, da habe ich hier dieses Produkt aufgehoben. Und zwar ist es Volkalgonit Finish, also dieses Salz. Es ist ein bisschen teurer, aber ich mag das total gerne. Es ist super ergiebig und das kaufe ich immer wieder nach. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lange mir das gereicht hat. Also ewig, ewig und drei Tage. Aber bei den Tabs spare ich dafür ein bisschen. Also was heißt ein bisschen? Die von Calgonit, die sind ja sehr, sehr teuer. Ich habe es mir aufgeschrieben, da kostet das Kilo 8,68 Euro und ich bezahle fürs Kilo 3,44 Euro. Und zwar kaufe ich die von Lidl. Also da habe ich hier eine Packung und hier. Dann war ich zufällig mal bei Real und meine Tabs waren leer und da habe ich halt die hier mitgenommen. Oder ich kaufe total gern die vom Aldi. Die sind auch total super. Und also ich bin zufrieden. Meine Spülmaschine, die ist noch top. Ich hatte davor eine von Bosch und da hatte ich auch immer diese Mittel und da ist wirklich nichts passiert. Also gar nichts. Und an Klarspüler verwende ich dieses hier. Diesen hier von DM.
denkt mit. Ja, je nachdem, wo ich halt gerade bin, dann nehme ich es mit. Also ich habe da keine besondere Marke, aber die günstigen, die sind wirklich gut. Also die machen das, was sie sollen und sind halt wesentlich günstiger. So, jetzt kommen wir mal zu meiner Waschküche. Waschküche, mein Lieblingsthema. Ich liebe Wäsche zu waschen, ich liebe es zu bügeln, schön in die Kleiderschränke einzuordnen. Also das ist meins. Ja, da bin ich auch wirklich sehr akribisch und sehr ordentlich. Das ist auch wichtig bei so vielen Kindern, weil, wisst ihr, es gibt ja nichts Schlimmeres, wie wenn man dann suchen muss und der eine jammert, Mama, wo sind meine Socken? Mama, wo ist mein Pullover? Keine Ahnung. Also das gibt es bei mir nicht. Wie gesagt, da stehe ich abends um 10 lieber noch da und bügel und weiß, dass alles tippitoppi ist. Genau. Und ich verwende zum Beispiel für dunkle Wäsche dieses hier. Das ist ein Dupe zu dem Persil, was sehr, sehr teuer ist, wie ich finde. Aber dieses hier ist echt toll. Es riecht unheimlich gut. Ich liebe es, meine Wäsche damit zu waschen. Allerdings mache ich nicht komplett meine dunkle Wäsche damit. Ich habe zum Beispiel Jeanshosen, die sind schwarz. Und da ist Pulver, Waschmittel einfach nichts, ne? Weil da bleibt so ein Schleier drauf. Und das will ich natürlich nicht. Und deswegen kaufe ich das dann hier. Hier ist der Beweis, zwei Stück. Habe ich leer gemacht. Das duftet so gut, unglaublich. Und dann kommen wir zum nächsten Produkt, was unheimlich gut duftet. Und zwar ist es dieses hier von Denk mit. Das ist auch vom DM. Klar, logisch, es ist ein Feinwaschlotion. Und zwar war es bei diesem Produkt hier so, dass ich ja, ja Faschingsprinzessin war. Das wisst ihr ja, ich hatte ja so ein mega Kleid. Und ich hatte auch mehrere Veranstaltungen, also mehrere Auftritte. Und nach den ersten zwei Auftritten war es so, dass mein Kleid unten halt schon nicht mehr so schön ausgesehen hat. Ich dann aber nicht wusste, wie ich das bitte schön sauber bekommen soll. Und deswegen bin ich einfach mal zu DM gegangen, habe das mitgenommen, habe in die Badewanne warmes Wasser einlaufen lassen, habe das rein und habe dann mein Kleid ganz leicht, also den Rand so reingehalten und habe es ja, so sauber gemacht. Und es ist echt sauber geworden. Und ja, seitdem kaufe ich das einfach nach. Für Klamotten, die eben ein bisschen sensibler sind, zum Beispiel, ich habe Pullis von den Kindern, ich habe von mir einen Pulli und ja, dann nehme ich einfach das und bin total zufrieden, das würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. So, zum Waschpulver kommen wir, glaube ich, später, weil das ist echt viel. Das zeige ich euch, glaube ich, am Schluss. Genau. So, jetzt kommen wir mal in die Küche. Und zwar ist es bei mir in der Küche so, dass ich ja, sehr, sehr viel von Hand spüle. Ich habe natürlich eine Spülmaschine, ist ja klar, aber die läuft auch irgendwie ständig und ununterbrochen. Und es ist einfach so, dass wir große Töpfe haben und ich die natürlich auch mit der Hand spülen muss. Ist ja klar, macht mir auch überhaupt nichts aus. So, und da wechsle ich so ein bisschen ab. Also ich habe euch jetzt mal das hier aufgehoben, das ist von Priel. Das war bei Müller im Angebot. Das kaufe ich aber wirklich nur, wenn es im Angebot ist. Ansonsten mag ich total gerne das von Aldi. Dieses hier, das kostet ja um die 80 Cent, meine ich, ist total super. Und das bevorzuge ich ja, vor diesem hier, vom Lidl. Dieses ja, W5 oder W5, nennt es wie ihr es wollt. Dieses hier, das kostet, meine ich, 89 Cent. Und ja, je nachdem, wo ich halt gerade bin. Aber wie gesagt, eigentlich bevorzuge ich das vom Aldi. Und wenn es im Angebot ist, dann nehme ich das teurere vom Priel. Genau. So, also so viel zu meiner Küche. Dann zu meinem Backofen. Also da ist es so, dass ich dieses hier gekauft habe. Es ist ein total super Produkt. Ich liebe es, weil mein Backofen ist auch ständig an und ständig in ja, Bewegung. Der arbeitet ständig und der muss natürlich auch sauber gemacht werden. Allerdings ist mir das ein bisschen zu teuer. Deswegen habe ich mal ja, dieses hier probiert vom DM. Also das ist ja mein absolutes Lieblingsprodukt. Das wird nur noch nachgekauft. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe das sogar mal irgendwo im Angebot gekauft. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall kaufe ich das immer nach. Ich sprühe damit abends meinen Backofen ein, lasse den über Nacht, ja, lass es über Nacht einwirken quasi und mache es dann früh sauber. Der Wahnsinn. Der Backofen sieht aus wie neu. Und dann habe ich das auch mal auf meinem Cerankochfeld versucht. Da hatte ich so ein bisschen Angst. Tipptopp. Also alles überhaupt kein Problem. Wird alles nagelneu. Liebe ich. So, okay, und dann hatte ich noch dieses hier gekauft, ja, auch beim DM. Das ist ein Fettlöser, Power-Fettlöser. Allerdings muss ich euch sagen, dass ich den nicht mehr nachkaufen werde, weil der mir einfach zu aggressiv ist. Also ich habe da auch so ein bisschen Angst mit meiner Fläche, ja, dass mir da irgendwas kaputt geht. Also ich fand das jetzt hier nicht so toll. Kaufe ich mir auch nicht mehr nach. So, jetzt kommen wir mal ins Bad. Im Bad habe ich zwei Produkte aufgehoben, und zwar ja, dieses hier, Badreiniger von Sacrotan. Ja, mag ich total gerne, sprühe damit ein und putze mein Bad. Allerdings ist es halt so, dass ich zum Beispiel auch ein kleines Eimerchen nehme, mir von dem Mittel rein mache und dann eben die Waschbecken zum Beispiel sauber mache. Also das geht natürlich auch, ne? Aber das kaufe ich mir auch immer wieder nach, habe ich auch schon nachgekauft und finde ich einfach ein super Produkt. So, dann habe ich genau das hier noch fürs Bad. Ja, das ist einfach für die Toilette. Ja, macht man einfach rein.
Mit der Bürste muss man natürlich auch arbeiten, ist klar. Also man kann nicht erwarten, dass man dieses Mittel reinpackt und dann ja, ist die Toilette sauber. Finde ich ein gutes Produkt. Da gibt es ja auch nochmal sowas anderes, das super teuer ist, ne? So ein Markenprodukt. Also das war sehr aggressiv. Also das war echt total aggro. Also das kaufe ich auch nicht mehr. Also ich bin mit dem hier zufrieden, kaufe ich mir auch nach. Und ja, jetzt kommen wir nochmal zu meiner Wäsche. Und zwar, wie gesagt, bügel ich ja unheimlich gerne. Deswegen brauche ich Sprühstärke, weil ich habe auch ja einige Blusen, weiße Blusen und so weiter, sprühe ich damit ein und dann sind die wirklich tippitoppi, der Geruch wunderbar, mag ich total gerne. So, und jetzt kommen wir mal zu meinem Waschpulver. Also mit dem Waschpulver ist es so, ihr könnt es euch vorstellen, bei so vielen Personen die Waschmaschine läuft und läuft und läuft, einmal am Tag auf jeden Fall, meistens zweimal und ja, in Spitzenzeiten auch dreimal. Also ich muss ja auch total oft die Bettwäsche wechseln, ist ja logisch. Ich muss die Bettwäsche abziehen und dann muss die gewaschen werden. Ich verwende übrigens keinen Trockner. Ich hasse Trockner. Trockner ist für mich die Höchststrafe. Ich hänge alles auf und ja, das trocknet dann und dann bügel ich es. Also das ist so meins. Ich bin halt irgendwie voll die Hausfrau, ne? Ja, ne, also viele sagen dann, ne, ich habe keine Zeit und so weiter und das mag ich nicht. Akzeptiere ich alles, aber meine Wäsche muss halt einfach... Ja, ich finde, Trockner machen die Wäsche kaputt. Wisst ihr, wie ich meine? Für was ist denn dann das Fuselsieb da? Das ist ja dafür da, weil sich einiges gesammelt hat und das ist ja von der Wäsche abgegangen. Ja, naja, gut, ist egal. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mein Waschpulver. Und zwar nehme ich das immer mit, wenn es im Angebot ist. Also total wichtig. Ich habe ja jetzt kürzlich erst das von Persil gekauft beim Lidl. Dann war das da hier im Angebot von Lenore. Oh, das duftet so gut. Ganz, ganz gut. Habe ich denn das mitgenommen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist schon ein bisschen was her. Dann hatte ich mitgenommen, ja, das war nicht gut. Das kaufe ich auch nicht mehr nach. Von Omo. Das war auch beim Lidl. Das war total doof. Das hat mir gar nicht gefallen. Das hat mir nicht gefallen. Kaufe ich nicht mehr nach. Aber naja, weil es halt im Angebot war, dachte ich, ja komm Heidi, nimmst du es mal mit, ne? So, dann Ariel. Ta-ta-ta-ta. Also ich bin, also was Wäsche betrifft, so ein kleiner Marken-Junkie, ne? Ariel, Persil, Lenore, ja, das ist halt so meins. Und das hier habe ich auch noch leer gemacht. Schaut, das war auch im Angebot bei Real. Ja, also ganz schön viel, ne? Jetzt denkt ihr euch, meine Güte, wie lange hat die das denn gehortet da unten? Also ich hatte es im Heizungskeller. Ich hatte so einen Karton hingestellt, da habe ich immer die Sachen rein. Ich hatte jetzt auch nicht unbedingt Zeit, euch das sofort abzufilmen. Aber ja, in so einem großen Haushalt sammelt sich das halt einfach. Aber gut, das war es jetzt soweit. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps haben wollt, wie ich was putze, dann sage ich euch das natürlich sehr, sehr gerne. Dann mache ich euch ein Video drüber. Ich wollte euch jetzt erstmal so grob die Produkte zeigen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen wollt, beziehungsweise ja, wie es halt bei euch ankommt. Ihr könnt mir ja da, wie gesagt, ein Feedback dalassen. Ich bekomme halt nur mal so oft die Frage. Ich kann ja da nicht jedes Mal da alles ganz haargenau aufschreiben, ne? Genau, und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da jetzt einfach ein Video für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst euch gut gehen, meine Lieben. Es ist schon dunkel draußen. Ihr könnt es bestimmt ja im Hintergrund sehen. Also es ist einfach dunkel. Es ist aber eigentlich erst ja, 20 vor 6. Naja, okay. Also ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Mittag. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, meine Lieben. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh mein Gott, so viel Müll habe ich für euch aufgehoben. Oh Mann, wenn das mein Mann sieht, der denkt sich, ich bin bescheuert. Okay, ich glaube, das weiß er eh schon. So, das wandert jetzt alles in gelben Sack, also das meiste. Heieiei, schaut euch das an, was ich alles für euch aufgehoben habe. Hilfe, das ist nur ein Teil. So, jetzt bin ich total froh, dass ich das alles wegwerfen kann. So, da sind noch die ganzen Kartons. Alles in Müll. Und jetzt gehe ich zum Putzen.